Rugby ist meine größte Leidenschaft und wenn ich dann mich jetzt wie jetzt gerade an der Schulter verletzt habe, ist es wichtig für mich, dass ich jemanden habe, der sich um mich kümmert und mich schnell wieder fit macht, damit ich baldmöglich wieder auf dem Rugbyplatz stehen kann. Daniel vertraut auf Dr. Hilger aus Neustadt. Der Schwerpunkt der orthopädisch-osteologischen Praxis liegt in wirkungsvollen alternativen Heilmethoden, die Operationen oft unnötig machen. Alle Zielgruppen werden von Dr. Hilger individuell behandelt und beraten. Frau Jonetat leidet unter Osteoporose. Die 79-Jährige ist seit Jahren in Behandlung bei Dr. Hilger und freut sich besonders über die wiedergewonnene Mobilität. Dass man einfach selbstständig vor die Tür kann, dass ich gehen kann, wann ich will, wohin ich will, kann auch mal einen kleinen Hügel hinaufgehen und auch mal an einem Baum die Blüten riechen. Das kann ich alles, was vorher nicht möglich war. Ich finde, dass die Praxis optimal ausgestattet ist. Man muss nicht erst noch irgendwohin etwas machen lassen. Alles, was Sie für die Gesundung benötigen, das können Sie hier bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Die Magnetfeldtherapie ist beispielsweise ein Teil der modernen Praxisausstattung. Herr Lütz ist Arthrosepatient. Der 61-jährige leitende Angestellte kam auf Empfehlung zu Dr. Hilger. Ich habe für meinen Krankheitsfall nach meiner Überzeugung den richtigen behandelnden Arzt gefunden. Heute bin ich so weit, dass ich sagen kann, egal was er nun vorschlägt, ich stehe voll und ganz dahinter. Seit die kleine Selma vom Pferd fiel und sich verletzte, ist sie ängstlich den großen Tieren gegenüber. Im Gebüsch hat sich da so ein Hund bewegt und wir waren dann gerade so im Tierab und dann ist sie losgelaufen, hat ganz doll gebockt. Woraufhin die 7-Jährige stürzte und sich den Arm brach. Dann haben die aus dem Krankenhaus uns das gesagt, wo wir hingehen sollen und dann sind wir hingegangen zum Arzt. Was war das für ein Arzt? Also auf jeden Fall nett. Die Betreuung und Behandlung von Dr. Hilger haben Selma geholfen, die Angst zu überwinden. Der Gips ist ab und Selma antwortet auf die Frage. Welche Tiere magst du am liebsten? Katzen, Hunde und Pferde. Anfangs noch etwas zögerlich, aber nun schon wieder bei Wind und Wetter im Sattel. Für Selma wird der Armbruch schon bald ganz vergessen sein. Mein Team und ich begegnen unseren Patienten auf Augenhöhe. Für uns ist wichtig, dass wir ihnen Lösungen anbieten ohne Operation und starke Schmerzmedikamente. Denn mittlerweile gibt es vielfältige alternative Behandlungsmöglichkeiten, die auch nachhaltig wirken. Man muss diese Möglichkeiten kennen und dann individuell für den Patienten einsetzen, um die Mobilität und Lebensqualität lange zu erhalten.